Hallo Freunde, hallo Paluten, hallo Zuschauer von Paluten. Viele kennen mich ja als Cutter von Tomri und viele wissen jetzt auch, dass ich in den letzten 2 Monaten Polybridge-Videos für Paluten geschnitten habe, doch die meisten wissen nicht, dass es in Polybridge geheime Level gibt. Und diese geheimen Level, die wirklich fast niemand kennt, werde ich euch in diesem Video jetzt zeigen. Wir befinden uns hier auf dem Startbildschirm von Polybridge und wir klicken uns jetzt einfach in Workshop rein. Und hier sind die versteckten Level. Und zwar hier unten, auf diesem kleinen Symbol. Wenn man da drüber fährt, dann sieht man, wird es ein bisschen heller. Da klicken wir jetzt einfach mal rein. Und das ist einfach das erste Level aus Polybridge 1 in Polybridge 2. Und das können wir jetzt hier einfach spielen. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich kleines, cooles Easter Egg, was es hier in Polybridge 2 gibt. Wie gesagt, diese Level kennt fast niemand. Wir sehen hier einfach nur 6 Seiten an Spielern, die dieses Level abgeschlossen haben. Und wenn ich das mal kurz im Kopf ausrechne, dann sind das. Ich blende es einfach ein. Ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal das erste Kapitel aus Polybridge 1 in Polybridge 2 zu speedrun. Gucken wir mal, ob ich das denn problemlos schaffe. Das hier sollte ziemlich einfach sein. Bam, Junge. Und dann brauchen wir hier noch irgendwie so. Das sollte eigentlich schon locker reichen. Okay, ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können, dass es nicht hält. Mal sehen. Ja, easy. Easy clap. Bam, Junge. Nächstes Level. Ah, sehr schön. Alter, viel zu einfach. Polybridge 1, get wrecked, Junge. Ich habe Polybridge einfach durchgespielt. Okay, das ist auch ziemlich einfach. Mit 0 die Brücke bauen. Okay, das ganze Gewicht lagert bei dieser Form jetzt hier wirklich leider komplett auf der Straße, ne? Ja, easy. Das war einfach der nur verstärkte Straßencheat. Zack, zack. Junge, einfach Magie. Magie, nicht Magie. Und in der Mitte braucht man halt mehr Stützkraft, deswegen kann man immer hier so einen schönen Bogen bauen. So eine Form sieht man ja auch in Real Life bei sehr vielen Brücken. Ja. Einfach eine Straße reingezimmert in die Brücke. Wir haben natürlich jetzt gar nicht den Punkt da unten benutzt, aber ich glaube, den muss man im Zweifelsfall auch gar nicht benutzen. Let's go. Er ist hier Brückenbauexperte Nummer 1. Okay, das ist natürlich ein Standard-Level. Zack, jetzt machen wir unsere Brücke mit 0 rüber. Tryen wir mal. Junge, auch einfach 2 Boote aufeinander. Was ist das denn? Ja, ey. Stabil, Junge. Stabil. Der Speedrun läuft bisher relativ gut. Oh, beide schnell. Wir brauchen nur eine stabile Brücke. Und wir haben nur 5 Straßen. Hier versuchen wir die Jungs richtig schön wegzuballern. Da böllern wir die ordentlich raus. Vielleicht sollten wir hier unten nochmal so einen zweiten hinbauen. Versuchen wir einfach. Ja, okay. Okay. Ui. Oh. Ja. Nee. Okay, das könnte vielleicht gar nicht so einfach sein, wie ich gedacht hätte. Hier kann man auch immer einen guten Trick machen. Und zwar, wenn man sich das hier nach ganz unten zieht. Aber wenn man das ordentlich streckt mit dem Pfeil, dann wird das hochkatapultiert. Das ist ein Lifehack. So kann man ordentlich an Money sparen. Let's go, Alter. Brückenbauexperte Nummer 1. Okay, wir haben keine Hydraulik. Guck mal, normalerweise hätten wir safe eine Hydraulik, aber hier haben wir jetzt keine Hydraulik. Bleibt uns ja nichts anderes über, als da jetzt so eine fette Bogenbrücke hinzuzimmern, ne? Alter, das ist ja mal eine richtig dicke Bogenbrücke. Und wir haben nur 6 Stahlträger. Okay, wir müssen also alles mit Holz bauen. Hä? Das Problem ist, wenn wir hier keine Unterbögen bauen können, dann lastet hier fast das ganze Gewicht auf diesem Bogen. Und ich weiß auch nicht so genau, wie wir das gut rausnehmen könnten. Wir könnten vielleicht so ein Seil spannen, aber wenn wir das Seil spannen, das müsst ihr halt eher nach oben ziehen, damit es da irgendwas hält. Und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie solche Türme bauen, um das zu halten. Also so Golden Gate Bridge mäßig, wie Paluten sagen würde. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das nicht funktionieren wird. Okay, der erste ist rübergekommen. Also wenn der zweite jetzt auch rüberfährt, dann war das Level ja mal viel zu einfach. Oh, 50%, 60%. Was? Viel zu easy. Was ist das denn? Junge, hä?
Na gut, war dann doch relativ einfach, okay. Ja, mehr jetzt das erste Mal Hydraulik, aber als ob wir jetzt Hydraulik benutzen, um über diesen kleinen Hubbel hier rüber zu springen. Machen wir garantiert nicht. Dann nehmen wir lieber wieder das schöne Tool hier und bauen hier einen Mini-Bogen rüber. Ich habe den Bogen wieder ausgemacht. Wir bauen hier einen Mini-Bogen rüber. Bam. Huch. Ah, okay. Wir müssen doch Hydraulik benutzen. Das Level hat mich ausgetrickst. Aber, hey, vielleicht, wie wäre es denn, wenn wir das Level einfach austricksen? Ja, Mann, wir tricksen das Level einfach aus. Wir benutzen nämlich keine Hydraulik, Alter. So, das müsste das doch genug entlasten, oder? Haha, lol. Was ist da denn passiert? Einfach auf den letzten Metern ist es eingekracht. Lol. Ja, ob das jetzt so die stabile Brücke war, über die man gerne rüberfahren möchte, ich weiß es nicht. Hier müssen wir also den Stern einsammeln. Sollte jetzt eigentlich nicht so die große Challenge sein. Bauen wir nur auf einer Seite und dann kopieren wir die einfach rüber. So ein Ding ist es nämlich. Das sollte sogar reichen. Ups. Ja, da wollte ich sie auf jeden Fall hinbauen. Zack. Ja. Das sollte doch eigentlich fitten, oder? Ja. Easy. Let's go. Gar kein Problem. Speedrun. Speedrun. Okay, das ist natürlich ein Big Boy. Ah, okay, der ist ein bisschen zu schwer. Aber was man nicht vergessen darf, ist, ich habe ein paar Tricks. Erstmal machen wir das Netz aus. Und jetzt bauen wir hier einfach so einen kleinen diamantartigen Bruder rein. Zack. Oh, wir sind über dem Budget. Oh, wir sind das erste Mal über dem Budget. Und es ist ganz knapp. Es ist ganz knapp, aber es hält. Okay, come on. Als ob wir das jetzt nicht einsparen können hier noch irgendwie. Ja. Ganz rot. Wir sind unter dem Budget. Easy. Speedrun geht weiter. Die Polybridge 1 Level sind ja einfach mal viel zu einfach. Was ist das denn? So ein Ding hin, oder? Ja, nee. Ja, das könnte das erste Level sein, was nicht ganz so einfach ist. Den Diamantentrick. Es war tatsächlich nur diese eine Strebe, die ich verändern musste. Lol, was ist das denn? Was ist das denn? Was? Ja, okay, was ist das denn? Einfach so ein Rambock-artiges Ding. Okay, chill, Bruder. Ja, okay. Ist okay, lassen wir durchgehen. Wir speedrun. Wir speedrun weiter. Mal gucken, ob das was wird. Ja, wie soll denn deine Brücke sein? Ah, okay. Das kann nichts werden. Die berühren die Sterne gar nicht. Alter, die beiden Obis. Wie häufig die schon leiden mussten. Weit unter Budget, Alter. Was ist das denn für ein Budget? Wow, Junge, was ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5 Boote. Holy shit. Was haben die denn mit den Booten gemacht, jo? Die haben die einfach mitten ineinander gestapelt. Okay, wollen wir mal was mit Hydraulik bauen? Ja, wir bauen mal was mit Hydraulik. Zack, zack, zack. Junge, jetzt wird hier einfach gebohrt. Was soll das denn? Frechheit. Nice. Next Level. Oh, was ist das denn? Auch noch ein guter Tipp für Paluten. Beim Stern muss das Auto immer nur durchfahren und beim Stoppschild, wie hier, hält das Auto immer einmal an. Okay, jetzt müssen wir den hier noch irgendwie befestigen. Vielleicht mit einem Seil. Das ist natürlich auch nicht die feine englische Art, wie wir das jetzt hier gebaut haben. Aber Hauptsache, es funktioniert und damit haben wir unseren Speedrun beendet. Let's go! Hier blende ich jetzt ein, wie lange ich gebraucht habe für den Speedrun des ersten Kapitels, abgesehen vom ersten Level. Jo! Let's go! Oh Mann! Kommentiert mal alle unter dem nächsten Polybridge-Video von Paluten, dass er sich dieses Video unbedingt anschauen muss und vielleicht kann er ja meine Speedrun-Challenge schlagen. Hier gibt's jetzt noch mehr Polybridge-Tipps für Paluten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Junge.